Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Offscreen ist gerade nicht wirklich viel passiert, wie ihr seht. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen Brot lasse ich herstellen, ein paar Würstchen. Da hinten ist noch die Charcoal am durchrattern. Und ja, ich habe mir hier ein paar neue Kisten hergestellt. Die werden wir jetzt auch gleich platzieren, denn ich brauche eindeutig den Platz. Wie war das nochmal? So. Ich hoffe, die stehen dann auch richtig. So. Naja, nicht ganz. Hätte ein bisschen weiter nach hinten gekonnt. Jetzt sehe ich die hier nicht mehr. Nice. So. Jo, die steht richtig. Die steht auch richtig. Und die steht auch richtig. Das heißt, die anderen kommen dann hier hin. So. So. Und so. Mehr brauchen wir fürs Erste nicht. Das, ja, tun wir dann alles später mal umsortieren. Wir hauen jetzt hier erstmal alles rein. Denn ich brauche Platz im Inventar. So. Wir müssen Eisen farmen, damit wir wieder Stahl herstellen können. Hier ist schon wieder Wasser durch, das ist geil. Außerdem wollte ich gucken, wo meine automatische Holzfahrmaschine hin ist. Ich glaube, die hatten wir hier. Hier muss ich überall noch. Da muss ich überall noch. Wir gehen wieder dahin. Einfach nur mal gucken, wie viel Holz es gemacht hat, während wir nicht auf der Insel waren. Aber ich glaube, da dürfte nichts passiert sein. Weil nur die Insel geladen ist, auf der wir sind und auf der wir nicht sind, die dürfte gar nicht geladen sein. Glaub ich zumindest. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Vielleicht ist er doch geladen gewesen und ja, wir haben jetzt eine ganze Kiste voll Holz. Oder unsere Säge ist ins Wasser und ja, das kann natürlich auch sein. Hier nehmen wir natürlich gleich wieder alles mit, was es gibt. Das ist ganz wichtig. Ach komm, du sollst doch springen und abernten. Ne? So. Wir holen uns erstmal ganz schnell alle Erze, die es hier gibt. Auch Kupfer. Irgendwann werden wir das nicht mehr brauchen, aber ich nehme es lieber doch und ich habe lieber zu viel als zu wenig davon. Man kennt es aus meinen ganzen Minecraft-Projekten. Lieber zu viel als zu wenig. Denn irgendwann, wer weiß, in der letzten Stage braucht man Kupfer für, ja, vielleicht Stromkabel oder sowas. Man weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt in dem Spiel. Ich weiß nur, eine neue Picke hatte ich hergestellt. Stagewechsel steht auch kurz bevor. Bei dieser einen Raffinerie ist es ja nicht. Dieses komische Ding, wo man seine Waffen aufwertet, habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht reingelesen. Ne? Beziehungsweise mir den Spaß mal übersetzt. Denn ja, ich denke mal, für die Dungeon, die es hier gibt, reicht meine Lanze vollkommen aus und meine Goldschwerter. Hier noch ein bisschen Holz. Was ist denn? Oh lol, wie verbuggt ist das denn? Dass das so im Boden drin ist.
Das ist immer wieder gut für Leben regenerieren. Also auch immer mitnehmen. Mal schauen, vielleicht hole ich mir irgendwann mal einen Special Guest mit hier rein auf die Welt. Es gibt ja einige, die das Spiel besitzen und derzeit alleine spielen, bis gar nicht mit irgendjemandem zusammen spielen. Deswegen denke ich mir so, ja, warum nicht? Kann man doch jemanden dazu holen. So für 1, 2, 3 Folgen oder so. Und du willst bestimmt wieder Holz haben. Nee, du kriegst nicht alles. Nein. Nein, gern die Hälfte. Hallo. Zu Drittel. Hier, 38 Stück. Und ich habe eine Slate bekommen. Nice. Kann ich ja bald wieder zu dem Ägypter da hoch. Oh ja, hier gibt es noch. Oh, da ist sogar eine Kiste. Leute, die holen wir uns auch gleich. Na. Sag mal, warum? Jetzt. So, zeig mal, was hast du denn drinne? Ja, gut. Ach komm, erstmal die Erze. Ich glaube, in der auf der Schneeinsel dort war unsere Säge. Ich glaube es zumindest. Ich weiß, dass die jetzt, während wir hier sind, auf jeden Fall. Ich war das nicht. Arbeiten tut. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel die hatte, als wir damals gegangen sind. An der schwebt in der Luft. Nice. Oh, Kokosnuss. Nice, nice. Ach, was mache ich denn? Da hinten hatten wir die irgendwo. Ah, wir schauen mal. Solange der Drache jetzt nicht auftaucht, ist alles in Ordnung. Aber der dürfte auch nicht mehr auf uns getriggert sein. Das ist nun Stein. Da steht schon unser Konstrukt. Ja, und die Ausdauer war wieder weg. Uppapa. Komm, krieg ich ein paar XP. Da ist ein Werwolf. Achtzig Holzloks. Die sind jetzt alle hier. Wo ist bitteschön die Säge? Und jetzt sagt mir bitte nicht, die ist wirklich ins Wasser. Ne, da hinten ist er. Ich hab sie gesehen. Ja, komm, wir helfen dir mal. Also, die arbeitet hier fleißig umher. Geil. Dann werden wir mal gucken, ob wir hier so ein Eisenvorkommen finden. Das müsste normalerweise eigentlich richtig gut in der Wüste sein. Wir fladderidatschen einfach mal ganz kurz rüber. Dungeon hat. Hier hatten wir auf jeden Fall eins. Das werden wir auf jeden Fall noch in der Folge besuchen.
Was ist das? Das dürfte nur Stein sein. Ja, das ist nur Stein. Schade, schade. Pilz und eine Feder. Das sind Sandvorkommen, das weiß ich. Da ist wieder nur Stein. Leute, gibt's hier kein Eisenvorkommen? Ja, ist ja gut, Dicker. Kleiner Dumbo. Ach, das sind so Schildkröten. Das müsste Kupfer sein. Ja, das ist Kupfer. Die Erze werde ich alle hier mal offscreen abfahren. Abfarmen jetzt zum Anfang. Wollte ich einfach mal mitmachen. Guck mal. Hat der mir was geklaut und rennt jetzt weg? Alter, lecke mich fett. Da oben ist das Dungeon. Da oben ist das Dungeon. Da möchte ich jetzt hin. Bitte einmal normal laufen. Ich brauche die Ausdauer. Ach, das sind Muscheln. Ah, mit meiner derzeitigen Ausdauer komme ich da nicht hin. Holen wir uns noch welche dazu. So. Ja, wenn ich da hochkommen würde. Nice. Na, jetzt komm doch mal. Alter, was ist denn das? Komme ich da hoch? Oder da? Hier kann ich mittendrin noch mal kurz entspannen. Alter! Jetzt, da sind wir oben. Dungeon ist dort. Autosave, ja. Das kennen wir ja nicht anders. Das ist wieder ein Kupfervorkommen. Das möchte ich nicht. Hier oben müsste das Dungeon jetzt eigentlich kommen. Hier ist wieder Kupfer und Stein. Wow. Gibt's überhaupt noch irgendein anderes Vorkommen hier? Aloy, das war die Mine. In die wollte ich jetzt nicht gehen. Dazu möchte ich mir wieder ein paar Picken extra machen. Außerdem muss ich ehrlich sein, die Ressourcen aus der Mine haben wir noch mehr als genug. Da drüben hätten wir noch eins und da hätten wir noch eins. Wir gehen darüber in das. Ja, das zieht sich ein bisschen. Ja, komm, brav. Und scheiß drauf, wir rennen einfach hier rüber, auch wenn wir Kälteschaden kriegen. Das ist mir gerade erstmal egal. Ich will unbedingt zum Dungeon und hier schwebt schon wieder alles in der Luft. Hier auch. Ja. Dungeon müsste jetzt eigentlich schon zu sehen sein auf der Minimap.
Na, wo kommt's? Hä? Lol, ist das ernsthaft hier oben? Das ist halt auch eine Mine. Du willst mich doch verarschen, oder? Mann, Mann, Mann. Ah, da drüben habe ich jetzt noch kein Dungeon auf die Schnelle gesehen, sonst würde ich ja dort in eins gehen. Aber da kommt dann wieder der Drache. Da drüben ist... Da... Autsch. Da, genau im Fadenkreuz, ist ein Dungeon. Und dreimal dürft ihr raten, was es ist. Eine Mine. Hier drüben im Sumpfgebiet ist noch eine. Ein Dungeon. Ja, ich denke mal, das wird eine Mine sein. Wir gucken einfach. Also ich möchte unbedingt noch einen Dungeon in der Folge hier absolvieren. Mann, Mann, Mann. Komm, Ausdauer, regenerier schneller. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich nicht. Ihr habt nicht gesehen, was mir da aus dem Hintern gefallen ist. Das habt ihr bitte nicht gesehen. Dungeon, ja, in die Richtung müssen wir. So. Ausdauer ist ganz weg. Läuft. Alter, da ist so ein Ding einfach in einem Gebüsch drinne. Lol. Ich brauche unbedingt was gegen Poisonous. Geradeaus. Sag mal, du willst mich doch verarschen, oder? Nee, das ist ein normales Dungeon. Yay! Au. Endlich normales Dungeon. Was? Ein Rapier. Bist du gut? 180 Attack Damage. Anti-Animal plus 80%. Ja gut. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber es ist gut, so wie es aussieht. Ja, komm, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Nice. Sag mal. Was fällt dir ein? Stopp. Türchen ist offen. Hier haben wir noch eine Kiste. Mamluk, Mamluk, Machete. Aber ich glaube, nichts kommt derzeit an unsere Goldschwerter ran. Die ich jetzt immer hierfür einsetze. Ja. Schon wieder so eine, ja, ich sag mal fortgeschrittenen Schwerter. Goblins.
Sag mal. Haust du mich einfach, oder was? Wow. Aber Leute, die rennen da rüber und kriegen Schaden. Das ist auch nice. Hopp, fall um. Nice. Da ist wieder eine Kiste, die gönnen wir uns. Okay, und es gab einmal Leben daraus. Oh, da gibt's Kisten, ich ahne es. Wenn solche grauen Kisten sind, heißt es immer, da sind Antidote drin, also Gegengift. Ja. Die werden wir auch gleich mal ausrüsten, ne? Da haben wir die. Das Leben hauen wir uns auch hier unten mit rein. Okay, und wir sehen da hinten, ne, das Blumenmädchen. Kann man so leicht durch die Gitter erkennen. Doch, habe alles eingesammelt. Da, habt ihr das gesehen? Das Blumenmädchen. Wir nehmen dafür die Lanze. Da ist sie! Haha! Holy shit, hast du Durchfall? Wow. Au, nein. Alter. Ich muss auf die Schwerter zurückgreifen. Es geht nicht anders. Ich habe auch keinen Pfeil und Bogen dabei. Und wieder vergiftet. Ja, komm. Alter. Nein, nein, nein. Mann, warum? Und wieder vergiftet. Hä, immer noch? Alter, das ist ein hartnäckiges Vibe. Jetzt geh doch mal weg, Blindheit. Ja, und wieder vergiftet. Ne, oh. Okay. Die ist Level 31, das sehe ich jetzt erst. Ja, ich glaube nicht, dass wir die hinkriegen. Alter, du willst mich doch verarschen.
Oh, das war falsch. Kann ich die da reinlocken? Irgendwie? Ja, geil. Ach komm, ich verkack das doch sowieso. Dann kann man auch sterben. Ja. Ich hab's halt komplett verkackt, Alter. Das ist Level 31. Holy shit. Ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Und mein zweites Schwert ist komplett kaputt. Geil. Ja, nach langer Zeit mal wieder abgelost in einem Dungeon. Nice, nice. Das heißt, wir brauchen wirklich stärkere Waffen, Bögen und hast du nicht gesehen? Das heißt, ich muss einen Stagewechsel machen. Oder ich sollte mich mal reinlesen, womit ich die Schwerter alle ja, aufwerten kann. Wäre vielleicht auch angebracht. So, aber die Folge ist lang genug. Ich werde mich jetzt, Pick is Broke, zurück zur Base begeben. Und mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Ich antworte auf jeden Kommentar. Außer es ist Schwachsinn. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.